Wie bestellt, liebe Schwestern und Brüder, wie bestellt wirkt unser Evangelium für die Feier der Firmung von Mareike heute? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wie bestellt aber auch das Evangelium für unsere Situation, die wir noch unter dem Eindruck der Nachrichten stehen, da Gefährdungen, Gewalt uns näher rücken? Bisher war das immer irgendwie, zumindest in der Nachbarschaft, aber es kommt irgendwie näher und es beeindruckt uns. Und in all dem die Frage, was wir als Christen ja eigentlich tun sollen, hat Beten überhaupt einen Sinn? Bringt das was? Bewegt das etwas? Es gibt ja durchaus Theologen, die sagen, das ist sehr begrenzt, die Wirkung, denn Gott greift in unsere in die Welt der Zweitursachen nicht ein. Eine dogmatische Erklärung. Auf die kann man sich einlassen, man kann es aber auch bleiben lassen. Wir hören heute auf das Evangelium, das uns gesagt wird. Und das Erste, was wir erfahren, was wir alle erfahren, also das dir besonders heute ausgerichtet wird, zur Jüngerschaft Jesu, das heißt zum Christsein, gehört es, dass man beten kann. Denn die Jünger selber erinnern Jesus daran, sag mal, diese Jünger des Johannes, die erkennt man darin, dass sie ein bestimmtes Gebet haben. Wir wollen auch sowas. Wir wollen mit unserem Beten erkennbar sein. Jesus weist das nicht ab, sondern er lehrt die Jünger beten, er lehrt uns beten, eigentlich jeden Tag. Nun ist uns dieses Gebet sehr vertraut, mit seinen 7 Bitten. Früher, als man das Glaubensbekenntnis, so wie wir das sprechen, noch gar nicht ausformuliert hatte, haben die Bischöfe, die Kirchenväter ihre Katechumenen immer an diesem Gebet entlang geführt, nach der Taufe in der Osternacht, weil es so etwas wie das Glaubensbekenntnis war. Der Index des christlichen Glaubens. Aber eigentlich geht es noch kürzer. Es gibt eine Textvariante in dem, was wir Vater Unser nennen, die ist ein wenig untergegangen. Einige Zeugen haben sie bezeugt. Das heißt, anstelle dein Reich komme, heißt diese Variante, es komme dein Heiliger Geist und reinige uns. Das hängt eng zusammen mit dem Ende unseres Evangeliums. Vielleicht, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, denken Sie, naja, das ist aber doch irgendwie ein bisschen billig, oder? Wir strengen uns so an, um Dinge zu bitten. Und Jesus sagt, der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Was haben wir denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Ich habe gebetet in einer Not, in Krankheit. Viele Menschen sind in München am Freitagabend in die Kirchen geströmt, haben in all ihrer Not gebetet und Jesus verspricht uns den Heiligen Geist. Ist das nicht etwas zu Abstraktes oder ist das so ein Trostpflaster für alle Gelegenheiten? Das passt auf alles drauf und ist für alles gut. So ein Allround-Medikament ist für und gegen alles. Was Jesus hier sagt, schließt uns die Wirklichkeit des Betens und des christlichen Lebens auf. Denn Gottes Geist ist die Mitteilung Gottes in sich selber. Wir erfahren durch den Heiligen Geist, dass Gott in sich selber der Gebende ist und die Gabe ist. Dass er in sich selber überströmt, Mitteilung ist, Kommunikation. Dass er nicht in sich ein geschlossener Block ist. Und Gottes Geist ist die Kommunikation, die Schaltstelle, wenn wir so wollen, zwischen uns und Gott. Das heißt, mit dem Heiligen Geist ist uns alles gegeben. Wir können das an einem ganz konkreten Beispiel sehen. Wie reagieren Christen angesichts einer solchen Katastrophe? Wenn sie geistlos sind, schreiben sie irgendwelche Hasskommentare in die sozialen Medien. Dummes Zeug. Wir brauchen die nur daneben zu legen, neben das Inhaltsverzeichnis des Vaterunser. Dann haben wir ein sehr klares Kriterium, ob man das im christlichen Namen sagen darf. Das ist sozusagen die Kraft in uns,
die uns Orientierung gibt, die uns auf Gott hin ausrichtet und all das ausscheidet, was Gott entgegensteht, was es an Hass, an Bösem gibt. Das sollte bei uns Christen keinen Platz haben. Und doch entdecken wir diese Regungen in uns, diese Gefühle. Aber wir müssen sie domestizieren und wir haben die Zusage von Christus, dass wir dazu die Kraft bekommen. Aus uns selber heraus können wir das nicht. Aus uns selber heraus überlassen wir uns diesem inneren Rochus und kotzen das eben aus und machen es dann auch noch schriftlich. Nein, es braucht die Kraft, die uns wie ein Kompass auf Gott hin ausgerichtet hält, auf das, was Jesus uns beten lehrt, dass es zuerst und immer um Gott geht, dass sein Wille geschehe und dass wir vergeben, weil er uns vergeben hat, in gleichem Maß, überreich, und dass er uns vor der Versuchung bewahre. Das ist ein starker Kompass, liebe Schwestern und Brüder, an dem wir ausgerichtet werden. Das Zweite, was Jesus uns dann in der Beispielgeschichte sagt, das müssen wir auch noch einmal näher anschauen. Beten, so denkt man manchmal, ist etwas sehr Anständiges. Also das sortieren wir dann sozusagen in die bürgerliche Schublade. Wenn man heute jemand fragt, betet ihr? Ja, ja. Vor dem Mittagessen. Haben wir bei Mama so gelernt. Gut, ich will das nicht schlecht machen, das ist wunderbar. Aber das hat sich dann so quasi zu einer Anstandsform entwickelt. Oh, heute ist Oma zu Besuch, also noch nicht über die Pommes her, sondern jetzt wird vorher gebetet. So, dass wir uns anständig beim Tisch benehmen. Und nicht jeder zieht sich die Pizza irgendwo raus, sondern heute wird gebetet, Oma und Opa sind da. Wenn wir in die erste Lesung hineinhören, dann erfahren wir vielleicht eher, was Beten ist. Vielleicht hilft es uns, dass wir uns vorstellen, wir brauchen dazu ein bisschen orientalische Gene. Am besten machen Sie, wenn Sie in Urlaub fahren, einmal Urlaub im Orient und kaufen einen Teppich. Und Sie werden merken, wie enttäuscht der Händler sein wird, wenn Sie ihm den Preis bezahlen, den er nennt. Sie haben ihm das ganze Geschäft verdorben, auch wenn er dann mehr Geld kriegt. Er will handeln. Das ist der eigentliche Spaß beim Geschäft. Und dazu muss man sich provozieren lassen. Und wir sollen Gott gegenüber aufdringlich sein. Ich weiß, uns gehen wieder diese Anstandskriterien durch den Kopf, bleiben wir bei dem Beispiel. Sie bekommen in der Nacht Besuch. Naja, was sind Sie für ein Haushälter oder eine Haushälterin zu Hause, wenn Sie nichts anzubieten haben? Das gibt es natürlich heute fast gar nicht mehr, aber es soll vorkommen. Da muss man erst einmal überwinden, okay, ich habe jetzt nicht vernünftig vorgesorgt. Aber dann den Schritt zu tun, bei den bekannten Nachbarn zu klingeln um 2:30 in der Nacht, und zu fragen, ob sie vielleicht eine Flasche Wein herausgeben können oder eine Tüte Chips, damit sie irgendwas haben. Dazu gehört dann schon was. Und der wird dann vielleicht durch die Sprechanlage sagen, ja, aber sonst geht's aber noch irgendwie noch. Aber sie klingeln die ganze Zeit. Er kann die Klingel nicht abstellen. Sie klingeln die ganze Zeit. Er wird ihnen irgendwann, wahrscheinlich aus dem Fenster, wird er ihnen das unsanft anreichen, aber er wird ihnen entgegenkommen. Das ist die Haltung, wie wir beten sollen. Wir sollen insistieren. Wir sollen sein wie Kinder, das kennen ja vielleicht diejenigen, die welche haben, oder die, wir waren alle welche, die den Eltern gegenüber ein bisschen manchmal erpresserisch sind und wissen, man wird schon irgendwie gehen. Vielleicht nicht alles, aber etwas geht immer. So sollen wir sein beim Beten. Deshalb merken wir, beten, liebe Schwestern und Brüder, zu was uns Jesus heute drängen will, ist, dass wir als Betende leben. Das ist eine Haltung, eine innere Einstellung. Es kommt nicht so viel auf die großen Worte an, sondern dass wir dieses kurze Gebet wenigstens immer am Anfang sprechen. Komm, Heiliger Geist. Er ist der innere Kompass. Er wird uns immer am Wort Jesu entlang führen. Er ist die Kraft in uns, die nicht fehlen lässt und die uns auch manches ertragen lässt, worauf wir keine schnelle Antwort finden, wie das Geschehen der letzten Tage. Christen sollten sich hüten, schnelle Antworten darauf zu geben oder schnelle Rezepte zu verbreiten, die es nicht gibt, die niemand hat. Gottes Geist ist die Kraft, die uns am Wort Jesu entlang hält, wie er uns beten lehrt.
und nicht nur entlang hält, sondern uns die Kraft sogar gibt, das umzusetzen und zu verzichten, den starken Mann zu markieren oder alles besser zu wissen. Zu wissen, dass Gott an erster Stelle steht und dass es um sein Reich und um seine Gerechtigkeit geht. Das ist das Geschenk, das uns allen gegeben ist und das jetzt Mareike in dieser Stunde in der Kraft des Sakramentes neu geschenkt wird.